Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben letztens ja schon mal so eine Hummus-Pizza getestet, beziehungsweise letztens, ist bestimmt schon ein bisschen her. Ich habe aber jetzt was Neues gefunden von Follow Food, ne? Wie ihr hier seht, das ist eine Yoga-Pizza vegan mit Bio-Dinkelboden. Yoga-Pizza vegan. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Mit Hummus-Soße und ayurvedischen Gewürzen. Serviervorschlag ist auch mit dabei. Die wollen wir heute mal testen. Ist natürlich wieder schweineteuer gewesen. In Kooperation mit Brigitte. Wer kennt das nicht? Das Frauenmagazin. Ich will euch das mal rumdrehen, will euch das mal zeigen. Habe ich auf jeden Fall aus dem Rewe-Sender. Wie das hier aussieht. Follow Food, Yoga Pizza, vegan mit Bio-Dinkelboden. In Kooperation mit Brigitte. Hier auch ein Zeichen noch drauf. Bio nach EG Öko-Verordnung, vegan, italienische Holzofenpizza, Nettofüllmenge 319 Gramm mit Hummus, Soße und ayurvedischen Gewürzen. Sieht auf jeden Fall hier komisch aus. Da könnte man denken, das ist hier Mango-Papaya, rote Beete, irgendwas. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir haben es auch mal rumgedreht. So, im Einklang mit der Natur, Follow Food wird von der Vision getragen, unsere Lebensmittelwelt besser und gesünder zu machen. Deshalb bieten wir nur Lebensmittel aus ökologischer Landwirtschaft an. Wir sind davon überzeugt, dass der Bewusstseinswandel zu einem verantwortungsvolleren Umgang mit unseren Ressourcen auch bei der Ernährung anfängt. So, den Rest lassen wir jetzt aber mal stehen. Wir gucken nämlich mal, was steht denn hier dabei? Belegt mit, Pizza mit Hummussoße, belegt mit ausgewählten Biozutaten, hergestellt im Holzofen in der Provinz Pordenone, Italien. Jetzt steht aber trotzdem nicht genau da, was drauf ist. Haben wir sonst keine? Hier, Zutaten, Dinkelweizenmehl, Hummussoße, gekochte Kichererbsen, okay, getrocknete Kichererbsen, Sonnenblumenöl, Gewürze, Rosinsalz, Paprikaflocken, Zitronengranulat, Zwiebeln, Knoblauch, Koriander, Ingwer, Kreuzkümmel, schwarzer Pfeffer, Zimt, Arganöl, Arganöl, Cayennepfeffer. Das sind aber eigentlich die ganzen anderen hier. Gewürfelte Tomaten, Babyspinat, natives Olivenöl, extra Salz, Sonnenblumenöl, Traubenzucker, Hefe. Ist auf jeden Fall, boah, voll, kann Spuren von Fisch, Krebstieren, Milch, Senf und Soja enthalten. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ihr habt ja auch so eine Lasche, die ihr dann aufziehen könnt. Habe ich so auch noch nicht erlebt bei einer Pizza, dass man die so aufmacht, ne? Und dann habt ihr die hier so drin, könnt die hier so rausnehmen. Jeder Pizzakarton geht gleich auf, der nicht. Der hat eine Spezialverpackung. Die packe ich mal kurz aus für euch. Den hebe ich mir aber nicht auf, sonst hänge ich mir mal alles an die Wand. Aber das muss nicht sein. Hier, Ramses, der Bio-Veganer. Das geht zu weit. Oder, Adi? Was sagst du? Adi? Gut. Hier ist ein Karton. Kannst du dich mal mit beschäftigen. Ich stelle euch mal wieder hier oben drauf. Der Backofen heizt auf jeden Fall schon vor. Wir öffnen die mal jetzt, machen die Folie ab, halten die dann nochmal in die Kamera. Pupsi ist nämlich nicht da, die kommt erst später wieder. Deswegen habe ich gedacht, nutze ich die Gelegenheit, teste das jetzt mal. Und ich habe auch noch eine zweite komische Sorte. Die muss ich aber dann einen anderen Tag testen, aber vielleicht so timen, dass ich die hintereinander hochlade. Jetzt fällt das ganze Eis runter. Oh mein Gott, wie sieht das denn aus? Keine Ahnung. Vor allem, ihr habt hier einfach den Boden. Hier ist halt einfach nichts drauf. Also keine Tomatensoße und gar nichts. Das sieht einfach nur komplett trocken aus. Und auf diesem trockenen Boden liegen lauter bunte Würfel hier mit rote Beete und Blattspinat, irgendwas. Das kann man hier alles runternehmen. Ist alles gefroren? Nein, Adi, nicht. Also es sieht eigentlich schön bunt aus, aber ob das schmeckt und wie das schmeckt, finden wir auf jeden Fall gleich heraus. Ich kann es euch nochmal hinlegen, kann es euch nochmal zeigen. So, damit ihr mal den Boden seht wirklich, wie das hier angerichtet ist. Ihr habt das hier alles schön belegt, das ist ja eigentlich wunderbar. Aber hier,
Hier, da ist einfach nichts auf dem Boden drauf. Wo ist denn die Grundierung oder was soll da der Grundbelag sein? Da ist einfach nur alles trocken draufgeschmissen. Ah, jetzt ist doch mal gut. Beruhig dich doch. Komm, wir packen es in den Ofen, dann können wir noch mal probieren. Hui. So, die Pizza ist jetzt auf jeden Fall fertig. Hier sieht man die. Sieht immer noch schön bunt aus. Dampft auch ein bisschen, das erkennt ihr bestimmt nicht. Riecht aber irgendwie richtig süß. Boah. Und nach Rote Beete. Also dieser süß und dann dieser beißende Geruch dabei ist auf jeden Fall sehr gewöhnungsbedürftig. Und hier mit dem Boden, das ist ja nicht so, dass da keine Soße drauf ist und kein Grundbelag. Das ist doch die Humussoße, ne? Da muss man nur mal gucken. Sieht auf jeden Fall komisch aus, aber wenn man da mal mit dem Finger drauf geht, merkt man, dass das alles weich ist und der Boden eben nochmal mit dem Sand belegt ist. So sieht es nämlich aus, so ähnlich wie Sand. Ich bin mal gespannt. Also, ich finde leider, es riecht nicht gerade appetitlich. Es sieht immer noch merkwürdig aus. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt schmeckt. Ich war ja von der anderen richtig positiv überrascht von dieser veganen Pizza. Aber hier die Zutaten, weiß ich nicht. Vor allem mit der roten Beete, was das kann, was das soll. Wir nehmen mal hier das Stück und beißen da auch mal rein. Die wird sicherlich auch innerhalb von einer Minute wieder kalt, ne? Die hat einen schönen dünnen Boden, hat sie auf jeden Fall, haben alle. Ist ja auch Steinofenpizza. Wir probieren einfach jetzt mal hier. Erinnert mich irgendwie an einen Apfelkuchen. Die Konsistenz von diesem Humus ist wirklich wie wenn ihr so ein Stück Apfelkuchen esst und das ist dann so breich und der Apfel macht sich breit im Mund. Jetzt schmeckt es auch gar nicht so süß. Wir probieren nochmal hier hinten die Ecke, wo eigentlich nur der Humus drauf liegt. Ach, Adi. Ich glaube, nur mit dem Humus alleine könnte man das so auf jeden Fall essen. Dieser warme Teig dazu mit dem Humus als Belag ist auf jeden Fall nicht aufdringlich, auch nicht gewöhnungsbedürftig. Kann man so machen zum Frühstück, sage ich mal. Es ist auch noch ein Katzenhaar drauf. Aber die anderen Sachen bringen auf jeden Fall wieder extrem unterschiedliche Geschmäcker rein. Gut, so schlecht schmeckt es nicht, muss ich sagen. Und dem normalen Menschen würde da auf jeden Fall was fehlen. Irgendwas Kräftiges, irgendwas Fleischiges, Wurst, Salami, Schinken. Ach, Adi. Ich würde ja gerne die Tür zumachen, aber die hält nicht. Wir probieren nochmal hier, da wir da den Blattspinat haben, beißen da nochmal rein, ob der noch anders schmeckt. Ja, schmeckt trotzdem besser als gedacht, schmeckt besser auf jeden Fall als es riecht. Jetzt wo alles warm ist, die rote Beete merkt ja auch nicht so extrem raus. Kann man mal essen. Nach einer Zeit wirkt es aber einfach ein bisschen lustlos. Zusammengewürfelt, wirklich, jetzt wird was fehlen. Ist ja aber vegan. Vegan schmeckt ja sowieso anders, kann man ja nicht mit normalen anderen Sachen vergleichen. Ich finde trotzdem alles, was warm ist und mit Teig gemacht ist, kann man essen, egal ob da jetzt was Herzhaftes oder was Süßes drauf ist. Hier ist halt gefühlt gar nichts drauf, wenn man das so nimmt. Würde ich aber, glaube ich, auch nicht nochmal kaufen. Lag, glaube ich, auch bei fast 4 Euro oder so. Eins so ein Teil. Wenn man sich vegan ernährt, das mal testen möchte, kann man das gerne machen. Wie gesagt, schmeckt besser als gedacht.
Aber ist jetzt nichts, was ich auf Dauer essen würde oder unbedingt nochmal brauche. Das war es ja auch von meiner Seite aus. Wir haben noch eine zweite vegane, auch von der Brigitte. Und die werden wir auch mal testen. Mal gucken, vielleicht überzeugt die mich mehr oder geht komplett unter. Und die hat auf jeden Fall das Mittelmaß erreicht. Ist nicht schrecklich, ist aber auch nicht so, dass man sich's eben nochmal gönnen muss. Deswegen lassen wir es einfach so stehen im Raum. Kennt ihr das? Habt ihr sowas schon mal gegessen? Wie gesagt, habe ich aus dem Rewe gefischt. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.